Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vivette auf der Switch. Ja, wir werden mal erforschen. Wir haben nämlich jetzt das letzte Mal den Schlüssel bekommen, und zwar den Maestro-Schlüssel, mit dem wir so einiges aufschließen können. Was ist denn jetzt? Oh, oha. War das ein Schrei? Guck mal, wie weit wir jetzt kommen damit. Dieser Schlüssel ist auf jeden Fall sehr praktisch, denn der müsste so einiges öffnen. Hier vielleicht auch. Verschlossen neben dem Schlüssel. Okay, pass auf. Was haben wir hier? Mal rein. Da brennt ein Feuer. Das sieht aber nicht nett aus. Du hast bekommen ein blaues Buch. Okay, ein schönes blaues Buch. Eine Puppe. Eine in Stein gemeißelte menschliche Hand. Vor allen Kaminen, die ich je gesehen habe, ist dies der erste, der mich beunruhigt. Daran ist überhaupt nichts Gemütliches. Vielleicht hat Felice das Feuer entfacht. Es ist kalt hier drin. Hm. Zumindest ein blaues Buch, was immer wir machen können. Das ist ein rotes Buch. Diese Leute, sie wollen, dass ich meine Frau wieder zur Festen mitbringe. Wofür? Um mich noch einmal zu blamieren? Es ist eine Schande, wie sie den Leuten Unsinn erzählt. Sie darf das nicht tun, aber sie hört nicht. Ich bin mir sicher, dass wir hinter unserem Rücken die Zielscheibe von so viel Spott sind, dass mir das Blut kocht. Sie versteht nicht, meine arme Frau, dass es Halluzinationen sind, die sie erlebt. Visionen. Ich befürchte, dass sie den Verstand verliert. Okay. Kann gut sein, ne? Mal raus. Wir haben ja noch mehr Türen, die wir öffnen können damit. Definitiv war da noch ein, zwei Türen. Ist das etwa die Katze? Wer könnte einem das arme Tier so etwas antun? Moment, ist das... Das ist Rory. Oh. Felice? Was hast du getan? Das ist kein Spiel. Wir müssen gehen. Was stimmt bloß nicht mit dir? Oh. Felice, was ist mit dir passiert? Felice! Lügner! Du willst mich wieder in diesen schrecklichen Ort einschließen. Ach du Scheiße. Hör auf! Du machst mir Angst. Du bist ja wahnsinnig. Komm nicht näher. Bleib stehen. Oh. Ah! Oh. Wie ist hier denn drauf? Wie seltsame Kunstwerk, das die ganze Wand einnimmt. Hm, da ist ein großes ovales Loch in der Mitte des Werkes. Ah! Das ist schon wieder. Muss ich jetzt die ganze Folie weglaufen? Geschlossen. Das ist diese Psycho. Speichern mal ab kurz mal. Nee, oben bitte. So. Machen wir. Wir müssen leider wieder ins Haus rein. Rennt schon hier nicht. Oh. Oh! Irena. Wo sind wir denn hier? Verfaulte Überreste von toten Tieren. Wie lange liegen die schon da? Ich sehe besser nicht genauer hin. Okay. Abgesehen von verfaulten Essensresten und Schrott sehe ich nichts von Bedeutung. Du hast einen Eimer bekommen. Okay. Ein paar Küchenutensilien. Schon das bloß, der bloß anwidert mich an. Kein Messer nehmen oder so? Und die alte da irgendwie Schach zu halten? Naja, gehen wir hier durch. Okay, hier haben wir keinen Schlüssel für. Kann auch nicht wieder rausgehen, ne? Kriegst du eine Waffe für mich oder? Bestimmt für den Ofen, ja. Warum kommt jemand auf die Idee, eine Puppe zu zerstückeln? Und der bloße Anblick widert mich an. Ja, okay, wir müssen hier irgendwie wieder raus. Ja, ja, gab's hier noch irgendwie einen Ausgang? Nicht wirklich. Hm. Weg nach rechts. Thank you.
Oh, hier wohnt der Viviert. Scheiße. Voll Schimmel. Auge hier überhaupt noch gut. Ein widerlich riesiger Augapfel aus Porzellan. Wie kann man nur auf die Idee kommen, ein Zimmer damit zu dekorieren? Ich weiß jetzt nicht, was man damit machen kann. Also die richtige Uhrzeit kennen wir ja nicht. Wir müssen das noch finden. Ich nicht. Müssen wir nochmal rausfinden, wie die Uhrzeit sein kann. Ein Bild zeigt zwei raufende Kinder. Es erinnert mich an Felice und mich, als wir jünger waren. Okay, müssen wir jetzt irgendwie wieder woanders hin. Ich kann ja keine Karte hier sehen oder so. Ein hölzerner Kasten, den man als Eimer benutzen kann. Trotz seines Alters hat er kein Loch. Dieses Buch hat einen blauen Einband. Es handelt sich von Krustentieren wie Krebsen, Hummern, Krabben etc. Ah, oh, warte mal, ich habe eine Idee. Oh. Blöde Tante. Ah! Ich bin schon ganz raus. Habt ihr auch hier draußen hier? Ja. Scheiße. Noch ein anderer Eingang? Okay, muss ich noch einen anderen Weg finden. Was ist das denn hier? Diese riesige Wurzel dieser Pflanze erstreckt sich über einen Teil dieser Wand. Okay, wir gehen mal das Haus von außen ab. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Oh, guck mal, hier ist ein Brunnen. Ich kann nichts ganz unten sehen, aber es scheint immer noch Wasser drin zu sein. Wie können wir den Eimer hier benutzen? Okay, den Eimer von Wasser könnten wir vielleicht in ein Kaminzimmer benutzen, damit wir das Feuer löschen können. Hier geht es nicht weiter, okay. Das könnte ich mir gut vorstellen. Macht auf jeden Fall Sinn, oder? Da hinten ein Geheimgang. Wir gehen den anderen Weg am Haus auch nochmal längs. Wo es natürlich so blöd, dass sie da rumrennt und uns töten will. Ist ja unpraktisch ist, denn sterben wollen wir eigentlich nicht. Guck mal hier. Das Tor ist vollkommen nutzlos. Ich glaube sowieso nicht, dass sie sich öffnen könnte. Okay. Was ist denn hier? Quer über diesen dicken Ast hängt ein Metalldraht. Der Ast wirkt hohl. Fast so, als ob man im Inneren etwas klären hören könnte. Okay, merken wir uns mal. Diesen Friedhof. Hier oben noch irgendwo hin. Na, ich glaube, gibt's nicht mehr. Eieiei. So. Und dann Friedhof rein. Und schon ordentlich auf die Tür. Ich kann einen kleinen Friedhof sehen, aber er ist zugesperrt. Okay, lass uns zurück zum Haus gehen. Gehen wir nochmal rein. Gucken mal, ob wir da drin noch irgendwas erreichen können. Was ist denn hier? Oh, das haben wir noch nicht. Sechs Figuren, schauen wir uns mal an. Ach, man kann die schieben, okay. Schieben wir irgendwo alle. Wir schieben die mal irgendwo hin erstmal, einfach nur um zu sehen, was dort diese Symbole sind. Okay, was ist hier oben an der Wand machen? Da gibt's nichts. Okay. Kann man sich die Figuren angucken? Steht da was drauf? Nee. Die zeigen ja alle irgendwie was an. Aber ich kann nicht sehen, was sie anzeigen. Was es bedeuten soll. Okay, das ist ein anderes Rätsel. Müssen wir uns mal kurz mal überlegen, ob wir die Zeichen irgendwie vielleicht nachher mal wieder entdecken. Hier auf jeden Fall erstmal nicht. Mit dem Haus. Ist diese blöde Tante jetzt mal weg. Warte, wir speichern mal kurz. Haben wir schon einiges entdeckt. Okay, lass die von der anderen Seite öffnen. So, irgendwas mit diesen Fischen habe ich doch irgendwo gesehen. Wo waren das? Das hatten wir schon.
Gehen wir nach oben. Ich kann Büromaterial daran erkennen. Ah, guck mal, hier blinkt doch was. Das ist wichtig. Ach, komm, speichern. Ach, gut. Haben wir noch eine Speicherquelle gefunden. Das ist natürlich super. In diesem Bild gibt es einen wunderschönen und märchenhaften Baum. Er ist wie aus einer anderen Welt. Ein befülltes Bücherregal und ein Schrank voller verschiedener Bücher. Aber mehr ist ja nicht. Nur eine Speicherstelle, okay. Oder? Eine halbfertige Wüste aus Marmor. Okay, aber das machen wir jetzt nicht. Weil das bringt uns gar nichts, haben wir herausgefunden. Greco. Greco-Schlüssel haben wir noch nicht. Wir nehmen mal rein. Lässt sich nicht öffnen. Da ist das Baby drin. Wollen wir nicht mehr rüber? Scheiße. Achso, weil wir das Emblem haben wir ja auch. Ist ja eigentlich egal. Wo habe ich denn dieses Bild gesehen mit den Schalentieren? Wo war das denn? Kann ich mal anders daran erinnern? Yeah. Nee. War denn das? Weiß ich schon wieder, hier und hier links. Da ist es. Meeresgrund und eine ganze Reihe verschiedener Arten. So, pass mal auf, das haben wir doch hier. Was wird hier nicht von... Ein Buch? Es handelt sich grundsätzlich um Krebs wie Hummelkrabben. Hier war auch nicht. Wo ist nochmal dieses Kaminzimmer gewesen? Oh. Du hast bekommen. Einmal. Okay, das brauchst du gar nichts. Okay. Ich hätte das Wasser irgendwie gelöscht oder so, aber das habe ich nicht. Oder sie. Alte Psychoteile, verpiss dich. Mann. Bringt uns auch nichts, ne? Ich verstehe nicht, was das hingeführt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also die römischen Zahlen sind richtig. Sind religiöse Kulturen immer so eindrucksvoll? Ich glaube, man findet sich in dem Loch. Du hast bekommen ein Emblem. Ein Bild muss die Landschaft irgendwo markieren. Rein kann? Nee. Mist, ey. Geh noch mal kurz raus.
Also wir haben ja... Wir holen jetzt mal kurz Wasser da in diesem blöden Brunnen. Und irgendwie glaube ich, brauchen wir das Wasser für irgendwas anderes. Das Feuer konnte ich damit nicht löschen, warum auch immer. Wie gesagt, man es damit löschen kann, oder? Hätte auch Sinn gemacht. Okay. Irgendwie hätte ich gedacht, dass man damit irgendwas machen muss, aber... Hey, muss man es mal übersehen haben. Das war's. Wie dieses Hexenbrett. Hier nochmal. Lüge und Klammern. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre da richtig so, irgendwie auf der richtigen Spur. Irgendwie nicht. Irgendwas übersehen hier noch? Die blöde Tante. Ich bin noch mal im Wasser. Ah, jetzt! Hä, warum ging es denn gerade eben nicht? Wo können wir da reingehen? Okay. Da können wir rübergehen, okay. Mann. Der Boden ist nicht stabil, er naht und kann jeden Moment einbrechen. Ich kann die Inschrift nicht lesen, unmöglich. Oh oh. Wir können da nicht zurückgehen. Dutzende Kartons, die alle Flaschen mit verschiedenen Flüssigkeiten enthalten. Dutzende Kartons. Was ist die Kiste? Cool. Sie lässt sich nicht öffnen. Sie hat ein Schloss, scheinbar ist es eine fünfstellige Kombination. Warum kann ich sie nicht öffnen? Okay. Eine reife Sammlung verschiedener Weine. Und Schnapsflaschen. Ich frage mich, ob die mit genießbar sind. Ah, hier. Was ist denn hier? Eine Sammlung vergoldeter Figuren. Mit nautischen Motiven. Sie sind wunderschön. Scheinbar unberührt vom Zerfall um sie herum. Einige scheinen zu fehlen. Ich frage mich, wo sie hin sind. Was ist denn das? Anker? Wir machen nochmal ein Foto von. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Eine babyartige Puppe. Noch mehr Schlossflaschen. Das wird nicht besser. Ich mache mir Sorgen, mein lieber Alice. Ich mache mir Sorgen um Adelheid. Die Feste sind mir egal, aber nach meinem jüngsten Verlust ist es nicht einmal verlinz, in die Stadt zu fahren. Er erlaubt mir auch nicht, das Boot zu benutzen. Er scheint abwesend in seinen Gedanken über wer weiß was versunken zu sein. Tatsache ist, wenn ihm die Anstatt durchläuft mich eine Unruhe. Ich fürchte mich sogar davor, dass er diesen Brief entdecken wird. Ich habe Angst, Alice, und bin sehr beunruhigt über Adelards Geisteszustand. Wann und wo können wir uns treffen? Es muss im Geheimen sein. Bitte gib mir deinen Brief an Fabios Sohn und beschwöre ihn, ihn unter der dritten Latte des Stegs zu verstecken. Deine Freundin Viviette. Ich glaube, V steht für Viviette, oder? Eine Sekrat ist gut aus Stein. Ihr Gesicht ist aus und die Augen tot. Das muss ein Schutz sein, wegen dem ich die Treppe nicht nutzen konnte. Okay. Die Plattenrüstung, also Daten aus einer vergangenen Epoche. Oh, hat sich bewegt? Nee. Ah. Wer war das denn? Kommen wir nicht rüber? Hier ist ein Tisch, was wir brauchen können. Viele Dinge aber alle nutzlos. Gehen wir hier unten rein. Das wird nicht besser. Oh, sind wir im Heizungskeller. Wertloser Schrott. Ich frage mich, wozu diese ganzen Maschinen gut sind. Ist das eine Art Kessel? Ah. Okay, speichern. Wozu? Er fragt sich ganz schön viel. Oh, und es blinzelt und blinzelt irgendwas. Ein Brecheisen? Ist das unsere erste Waffe?
okay. Dafür ist es wahrscheinlich nicht gedacht. Eine Art Schubkarre, Zementsäcke. Baumaterial. Nichts Besonderes. Sieht gut aus. Aber noch eine Tür hier hinten, glaube ich, ne? Hier runter. Oh Gott, hier werden die Puppen hergestellt. Also Schaufensterpuppen sind schon gruselig, muss man sagen. Gliedmaßen und Köpfe. Es ist voller Ersatzteile für Schaufensterpuppen. Es ist nichts drin. Nichts drin. Hm. Gerät zur Holzbearbeitung. Die Wand hier blättert ab und hat Risse. Ah, da kann man dagegen hauen. Kann man anscheinend nicht. Gliedmaßen und Köpfe. War da jemand reingekommen oder nicht? Oh! Oh, blöde Kuh. Mann, 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 ist die nervig. Kann die Truhe mit unserer Dings öffnen? Nee. Was können wir denn mit dem... Wenn er gelebt hat, muss ein Weinliebhaber gewesen sein. Hier gibt es dermaßen viele große Fässer, aber nichts scheint ungewöhnlich drin zu sein. Also ich weiß nicht, was wir mit dem Brecheisen machen sollen. Tief, glaube ich. Können wir runtergehen? Ist da irgendwas passiert? Hier nicht, ne? Und hier nochmal drin. Okay. Brecheisen. Das werden wir nächstes Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss und eine ruhige Nacht.